Grüß euch. Bei mir sind noch immer die Allerheiligen im vollen Gange. Und da möchte ich euch noch einmal eine Variante zeigen. Wir haben ja die drei kleinen gehabt. Und das ist jetzt für ein bisschen ein größeres Grab. Aber eben länglich und einseitig. Das ist das Besondere daran. Ich habe da, oder ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, ich habe da mal so ein Gesteck gemacht in der Rinden drinnen. Und den verwende ich natürlich wieder. Das eine war für Frühling, glaube ich. Und jetzt verwende ich eben fürs Grab. Also Recycling steht bei mir immer an. Das könnt ihr jederzeit immer wieder verwenden. Ich habe da ganz einfach unterhalb Nägel durch aufgeschlagen. Weiß nicht, ob man das sieht. Durch die Rinden und da befestige ich einfach meinen Steckschwamm drauf. Das ist eigentlich ganz eine einfache Geschichte. Habe ein super Gefäß. Wie ich das mache, zeige ich jetzt. Los geht's. Also das Gesteck möchte ich gerne einseitig, aber trotzdem länglich machen. Das will ich euch zeigen. Und ich verwende dafür Heidekraut, der Erika in Weiß. Dann habe ich da die verschiedensten Allerheiligen-Sachen. Ich habe bemooste Äste, ich habe Boden, ich habe eine Distel, die ist wirklich von der Alm oben, aber die wächst da oben. Dann die bemoosten Äste sind auch selber gesammelt. Dann habe ich verschiedene Zäpfen, Lotusblüten, die Gräser sind auch gesammelt. Dann wieder den getrockneten Knöterich. Verschiedene Grassorten, Tujensorten, Koniferensorten, Efeu, also was jeder hat. Ein bisschen gemischt, schaut immer am besten aus. Also, immer hört bei mir da die weiße Erika reingeben. Und zwar gebe ich die da einfach bei den Steckschwamm in der Mitte zwischen eine. Dann habe ich da einen schönen Mittelpunkt und ich befestige mir die mit dem Schaschlikspieß. Da fahre ich einfach durch um mich, durch den Stock und schon haltet mir der wunderbar. Ich brauche da gar nicht viel um tun. Obwohl es auf der Rinken um ist, habe ich da einen schönen Halt. Ich mache das immer von beiden Seiten, damit wirklich nichts passieren kann. So, jetzt habe ich meine Erika da schon drinnen. Jetzt gebe ich das Ganze so her. Im Prinzip mit der Ansicht von vorne, also länglich, und hinten da etwas her. Bitte entschuldigen, wenn man nicht alles ganz genau sieht. Es ist für mich oft ein bisschen schwierig, von hinten zu stecken. Deswegen muss ich zwischendurch immer wieder umdrehen. Aber das kennt ihr eh schon. So, dann nehme ich da mein Moos und fange mal an, da ein bisschen abzudecken. Das heißt, dass man den Steckschwamm nicht sieht. Ich möchte das nämlich nicht so üppig machen, nicht so auslodernd, sondern eher ein bisschen feiner gearbeitet, ein bisschen zarter, aber trotzdem modern. Das Moos muss man oft ein bisschen sauber machen. Da ist oft alles Mögliche vom Wald drauf. Aber ich glaube, die meisten, die selber sammeln, die kennen das eh. Bitte nicht schimpfen. Es ist natürlich überall anders. Ich weiß, das schreibt ja jedes Jahr, dass man Moos nicht sammeln darf. Das ist von Land zu Land und von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Und ich habe das Glück, wir haben auch selber am Wald. Also das wächst bei mir selber und deswegen gehe ich das holen. Wer die Möglichkeit nicht hat, bitte, es gibt zum Bestellen oder bei einem guten Floristen kriegen wir das natürlich auch. So. Da schaue ich, dass ich meinen Steckschwamm eigentlich ziemlich abgedeckt habe. Da tue ich mich nämlich dann später leichter beim Stecken, als wie wenn ich da überall die Löcher drin habe. Dann tue ich mir recht schwer, das wieder auszugleichen. Deswegen tue ich das vorher schon einmal relativ voll machen. Ich kann es im Notfall wieder runtergeben, falls es wirklich zu viel ist. Oder sonst einfach drüber stecken. So, das wäre jetzt einmal die Grundbasis. Ganz unten die Abdeckung. Jetzt muss ich ihn da Efeu. Und eine Zweige. Ich finde, das Helle passt da nämlich sehr gut dazu, deswegen möchte ich die da ein bisschen einarbeiten. So, wie da passt mir das optimal, das hat da unten so einen Spitz. Dann stecke ich mir das einfach da rein, so dass das passend ist. Und einen zweiten gebe ich mir auch noch dazu. Da muss man immer ein bisschen schauen, wie passt es, wie kann ich das am besten da einarbeiten. Jawohl, und das befestige ich mir mit meinem Draht. Da mache ich einfach so Haftel, oder wenn ihr Haftel habt, größere, könnt ihr den natürlich auch verwenden. Ich mache das gern so. Da habe ich gleich alles in an, da brauche ich nicht extra Haftel herrichten und einen Draht herrichten. So, jetzt nehme ich da meinen Knöterich, weil den möchte ich ja stehend einarbeiten, weil ich gesagt habe, es wird länglich, aber trotzdem hoch. Aber nur ganz, ganz zart hoch. Das wird nicht so ein einseitiges, sondern wirklich nur eine zarte Variante davon. Und da kann ich mein Moos wieder ein bisschen auf die Seiten schieben. Weil das weiß ich ja vorher oft noch nicht ganz genau, wo ich das hin brauche, meine Stäbe. Und deswegen tue ich das gerne abdecken und dann einfach wieder ein bisschen seitlich wegnehmen. Jetzt
war sie mal höher. So. Auf der Seite mache ich da das Gleiche. Ihr könnt natürlich andere Sachen nehmen oder ihr müsst das auch nicht in die Höhe machen. Bei den Grob ist das einfach passend. Ich schaue da immer, wie ist es grob gestaltet, wie ist der Grobstand. Und bei manchen passt das besser und bei manchen das besser. Das da, da kommt das Gesteck ganz hinten hin zum Grobstand und damit es die Schrift nicht verdeckt, darf ich es nicht zu hoch machen, aber es ist brat. Also deswegen mache ich das in so einer Dimension. Aber das muss jeder bei sich selber, bei seinem Grob und passen. Sonst schaut es oft witzig aus, als wenn man nur irgendwas hinstellt und dann ist alles verdeckt. Ich schaue immer die Höhe und alles, wie das Ganze am besten zum passend ist. Also jetzt habe ich da die Höhe gestaltet und ich habe eben meine Länge. Jetzt nehme ich den Efeu und tue das Ganze noch ein bisschen ausarbeiten. Du hast, da schaue ich, was für ein Ranken passt mir da gut zwischen einer. Und den passe ich dann da an und stecke das dazu rein. Ich arbeite das gar nicht so üppig aus. Es kommt schon noch ein bisschen dazu, das ist zu lang, das schneide ich ab. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Grün, was passend ist, wie da sehe ich gerade, ich brauche da auf unterhalb außer und zwar was Flaches. Da nehme ich dann so etwas, aber bitte, wie gesagt, immer wieder selber schauen, wie ihr das braucht und was ihr für Material habt. Das unterstreicht mir da schön die Länge außer, ohne dass es zu wuchtig ist. Das ist wirklich mal ein bisschen ein anderer Ort zum Stecken, als wie das übliche, das grobe, sage ich, mit dem Füllengras. Das ist da eher nur zart und nur ein bisschen dabei. Das ist eher eine zarte Gestaltung. Aber wie gesagt, es muss immer passen. Passend sein. Und da arbeite ich das zwischendrin auch noch ein bisschen aus. Bei meinen Aufstehenden. Da gebe ich auch die gleichen. Ein bisschen in die Höhe auch noch. Das kennt ihr eh schon von mir, das Spiegeln. Unten das gleiche wie oben drinnen, wenn es irgendwie möglich ist. Mit dem tue ich jetzt im Prinzip meine Länge ausgestalten, die was ich da für mein Gesteck brauche. Weil die Rinken habe ich ja vorgegeben, die kann ich ja nicht verlängern. Aber ich kann das eben mit meinem Reisig da machen. Dass es dann länger wird oder höher wird. Je nachdem, was ich brauche. So. Die Länge habe ich jetzt genug. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was in die Höhe geben und dafür nehme ich die schöne Föhre, oder? Die hat nämlich ein bisschen buschig und die hat einen schönen Wuchs, einen schönen Stand. Jetzt gebe ich das da hinterhalb dazu rein. Dann habe ich automatisch ein bisschen mehr Höhe. Das kleine stecke ich wieder vorne dazu. So, jetzt habe ich das auf der Seite gemacht. Auf der mache ich das natürlich das Gleiche. Man kann es aber auch einseitig lassen, dass es ein bisschen so oberfließend ist. Ich gestalte aber beide Seiten so ähnlich aus. So, jetzt habe ich mein Grün gestaltet. Jetzt kommen eigentlich einmal die größeren Sachen. Ich habe da so eine Broden, die waren naturfärbig. Ich habe ganz leicht ein bisschen Weiß drüber gesprüht. Jetzt kommen die ein bisschen so nutfärbig daher. Gefällt mir recht gut. Passt da, glaube ich, auch gut dazu. Muss ich nur schauen, dass ich da den richtigen Platz erwische. So, jetzt habe ich meine zwei Hauptbroden einmal eingegeben. Dann habe ich da noch so einen bemoosten Ast. Ich glaube, den will ich auch noch da dazu einschummeln. Der passt nämlich vom Farbton auch sehr gut dazu. Jawohl, der macht das Ganze ein bisschen hell. Dann habe ich meine großen Zäpfen. Wie ihr wisst, tue ich immer zuerst die großen Sachen sehr gern arbeiten, weil die am Mittelpunkt machen. Und da tut man sich dann um einiges leichter, als wenn man mit den kleinen Sachen anfängt. So. Und wenn jetzt werden viele sagen, was die anderen Gestecke gesehen haben, was ist jetzt mit der Dreier- und Fünferregel?
Das ist wieder ein Unterschied. Wenn ich etwas klassisch gestalte, dann brauche ich meistens ein ungerodetes Holz. Wenn ich etwas modern gestalte, kommt voll das meistens weg. Man nimmt meistens zwei Stück, manchmal drei. Also das ist ein großer Unterschied. Man kann nicht sagen, die Regel gilt für alle Gestecke. Das stimmt nämlich nicht. Aber wenn ich etwas klassisch stecke und etwas groß oder rund mache, dann brauche ich die Dreier- oder Fünferregel mit der Stückzahl. Bei denen da, wie gesagt, ist das ein bisschen anders. Da kann ich das wirklich anders gestalten, ohne dass ich die Regel muss einhalten. Und genau das ist das Schwierige in der Floristik. Das ist nicht so wie Mathematik, wenn ich 2x2 mache, dann kommt eine bestimmte Zahl raus. In der Floristik gibt es viele verschiedene Regeln, aber wenn ich etwas anders mache, dann gilt das Ganze schon wieder nicht oder auf andere Art und Weise. Und das ist manchmal etwas schwierig zu verstehen. So. Dann habe ich da eine Disteln. Die wachsen bei uns wirklich auf der Alm, in der Wiesen drinnen. Wenn die grün sind und man geht bloßfüßig, ich gehe sehr gern bloßfüßig auf der Alm, und da einsteigt, also die stechen wirklich ganz schön. Und wenn man die dann getrockneter mitnimmt, muss man das wirklich mit Handschuhen machen, weil die sind wirklich robust stachelig. Und die trocknen aber so wunderbar ein. Ich sammle die so gern. Man kann die für alles Mögliche verwenden, nicht nur für Allerheiligen. Ich nehme die auch zur Weihnachtszeit zum Beispiel sehr gern. Bei Kanzlern oder so Sachen. Also die halten, die sind, wenn man sie holen geht, eigentlich schon trocken. Da braucht man gar nichts mehr was machen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennt, ob das überall ist, kann ich gar nicht sagen, weil ich bin nur bei uns da unterwegs und da weiß ich schon, wo ungefähr was wächst. Oder ich sehe es zufällig und dann wird es von mir mitgenommen. Natürlich nur das, was man darf. Ganz klar. Das da ist die wunderschöne Lotusblüte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist also eine Teichtblüte. Wunderschön, und das ist eigentlich der Fruchtstand von denen. Das wird eben bei uns da zur Allerheiligenzeit sehr gern verwendet. Mir gefällt es auch sehr gut. Schaut auch cool aus, finde ich. Aber wie immer ist eine Geschmackssache. Da gebe ich auch noch zwei rein. Die sind da nämlich ein wunderbarer Füller und haben den wunderschönen Braun da drinnen. So, das ist von mir aus gesehen, glaube ich, schon genug. Ich tue nur noch jetzt mit den Gräser. Mache ich die Länge noch, dass sie ein bisschen mehr aufholt. Man darf nicht vergessen, unterhalb ist meistens entweder ein Stein oder es ist Erden. Je nachdem, was einer für ein Grab hat. Und dann sieht man das oft gar nicht. Da muss oft ein bisschen ein anderes Material drinnen sein, damit sich das dann abhebt. Und so Sachen, ich finde das einfach, ich mache es gern. Das findet man wirklich in der Natur. Ich schaue da immer, wenn ich irgendwo vor, wo gibt es etwas, das nehme ich mir mit, das holt das wunderbar. Ich brauche da nicht was, ich will viel ausgeben. Ich war heute gerade wieder mal einkaufen und bei den Discounter gibt es schon die Gestecke. Sind nicht schlecht, muss ich sagen, gibt es überhaupt nichts einzuwenden, aber wenn ich so etwas machen kann, ich muss ehrlich sagen, da gehe ich nicht tauschen. Das eine ist, ja, sie haben eh schon recht liebere Sachen, muss ich sagen, als wie es einmal war. Aber ich glaube, wenn man so etwas selber macht, also das hat einfach für mich einen anderen Wert, einen anderen. Da kann ich wirklich das einigtun, was mir gefällt. Und ich war mit meinen Gedanken dabei, schon beim Huldengehen vor den ganzen. Ich war in der Natur. Ja, das ist halt mein Gedanke, meine Philosophie. So, das ist einmal ein bisschen eine andere Variante, Allerheiligen zu gestalten. Ich kann das auch Fensterbankel geben, ich kann es vor die Haustür geben, das ist nicht nur Allerheiligen, bitte nicht auf das festhalten. Es hat halt ein bisschen den herbstlichen Allerheiligen Charakter, weil auch die Erika drinnen ist. Bei uns kommt das auf ein Grab, aber wie gesagt, man kann es woanders dahin tun. Und das ist eben eine Variante, was länglich ist und trotzdem ein bisschen eine Höhe hat. In einer Rinken, in einer, so, ja, einer großen Rinkenschalen kann man sagen, ist eine relativ einfache Gestaltung, man braucht nicht viel Material. Überlegt es euch, probiert es einmal aus, werdet sehen, ihr bringt das zusammen, ist gar nicht so schwierig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbermachen, gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!